Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu der 500er Karte mit unserem Event Goldfieber in Supremacy 1914. Die Karte hat inzwischen 370 Spieler, wie ihr seht, und wir sind tatsächlich sogar noch da und haben auch schon unseren ersten Krieg am Start und eventuell bald einen zweiten. Was hat sich so entwickelt? Der Kollege hier kam hier mit 10 People hier Richtung meiner Hauptstadt entgegengelaufen, obwohl da schon eine Stufe 2 Festung fast fertig war. Und ich habe dann einen Panzerwagen hier in diese Provinz geschickt, Valdesia, die war, Entschuldigung, war das Valdesia? Ja, doch, Valdesia, genau, die war leer. Und, oh, ich sehe gerade, die Stadt hat er ja gar nicht mehr. Ah, okay, ich verstehe es. Die Provinz war auf jeden Fall leer. Und dann ist er wieder zurückgezogen. Ich habe meinen Panzerwagen wieder zurückgezogen und dann habe ich ein paar Stündchen später, also 2 Stunden später oder sowas, habe ich den Panzerwagen nochmal losgeschickt, weil die Provinz immer noch leer war und hier Petersburg war auch leer. Inzwischen ist da ein Mann gespawnt und er hat ja hier die KI angegriffen und hat ja 20 Mann jetzt insgesamt verloren. Wobei, das muss nicht gegen gewesen sein, weil dieser Spieler hat scheinbar jetzt über Nacht hier die Provinz geholt. Ja, okay, dann hat er scheinbar gegen den hier den meisten verloren. Er hat, glaube ich, mit 2 Stacks die KI angegriffen. Die KI müsste ja 10 People da drin gehabt haben. Er hat mit 20 angegriffen. Es ist ihm gelungen, allerdings hat der hier dann ihn scheinbar vernichtet dann im Anschluss. Deswegen hat er die Provinz jetzt leider doch wieder, also leider zum Glück für uns, doch wieder verloren. Allerdings haben wir jetzt nochmal einen Gegner mehr an der Grenze oder einen Spieler mehr. In Mosambik, in dem seine Statistik, Level 10, okay. Ja, wird interessant auf jeden Fall. Aber der hat eine ganz schlechte Moral. Wieso hat denn der so eine schlechte Moral? Hat er so viele Provinzen erobert oder was? 9 Provinzen hat der bloß. Der hat. Ach, der hat seine Hauptstadt verloren. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. War denn dem seine Hauptstadt vorher? Vor allem gegen wen hat er die verloren? Scheinbar gegen den? Vielleicht bin ich gerade ein bisschen verwirrt, sorry. Okay. Der hat immer noch 8. Naja, auf jeden Fall, wir greifen hier schon mal diesen Spieler an. Da hat er 2 People am Start. Hat nämlich hier 68 People zusammengezogen. Ich habe hier meine ganzen Panzerwagen, die ich noch erübrigen konnte, und 17 Mann dahin geschickt. Oh, ich habe hier noch 2 Panzerwagen stehen. Vielleicht ziehe ich mal mindestens einen ab und Kaff habe ich auch da stehen, das habe ich gar nicht gesehen. Ich war hier sehr, sehr aktiv, leider bin ich dann eingepennt. War irgendwann todmüde, ja. Und deswegen ist hier mein Panzerwagen hier reingerannt in Valdesia. Und der hat wahrscheinlich da schon, ich glaube, der hat Truppen hier aus Lestorp eben dahin geschickt, um mich abzuwehren. Der Panzerwagen ist draufgegangen. Das heißt, meine Killrate ist erbärmlich mit 0 Kills und einem einzigen Tod. Aber das ist ja verschmerzbar. Wir haben jetzt Tag 3, wir sind auch schon kurz vor Tag 4. Stufe 3 Festungen sind schon einige im Bau, beziehungsweise ja, einer. Hier ist sogar einer schon fertig, okay. Ja, und da ist auch noch einer und hier auch. Die Moral ist ja, steigt ja langsam immer mehr an. Leider ist meine Hauptstadt hier so ein bisschen abgelegen. Wenn es hier Mitte des Reiches wäre, wäre es besser, weil dann würden alle umliegenden Provinzen mehr davon profitieren. Und jetzt habe ich hier auch noch einen Krieg am Start und das geht auf die Moral. Hier feindliche Nachbarn minus 10. Also es dauert ein bisschen länger, bis der jetzt auf 100% kommt. Das ist natürlich für uns nicht so praktisch. Ich habe gehofft, dass ich hier diese Provinz hier kriege und auch Petersburg. Und er hätte noch ein paar Truppen nachgeschickt, eventuell zum Verteidigen oder einfach nur um zu schauen, was er so macht. Er hat aber scheinbar aufgepasst, hat ein bisschen länger durchgehalten als wir. Wie gesagt, leider eingeschlafen. Ja, und diese 68 Truppen machen mir natürlich Sorgen, aber ich habe hier ja immerhin schon mal 133,2 Def. Da kommt nochmal ein People nach und dann eben der Panzerwagen. Ich überlege gerade, ob ich nicht noch einen Panzerwagen dahin schicke. Weil hier habe ich ja, ach, hier habe ich sogar noch 15 People am Start. Okay, sorry Leute, ich bin vorhin jetzt wach geworden. hier habe ich eine Kaserne 2 schon mal am Start. Das ist ja echt praktisch. Deswegen ist die Stufe Festung auch noch Stufe 1 hier.
Ich werde nochmal zwei Mann darüber schicken. Sicher ist sicher. Je mehr hier verteidigen, desto besser. Ich meine, der wird mich wahrscheinlich eh angreifen. Er hat hier die 68 Mann zusammengezogen. Ich weiß nicht aus welchem Grund, ob er hier Livingstone angreifen wollte. Das ist möglich. Da ist noch kein Spieler drin. Wie gesagt, 370 Spieler sind auf der Karte inzwischen. Oder lass mich mal kurz schauen. Ich habe gerade noch mal geschaut. 372 Spieler sind am Start. Ja, und wir greifen jetzt hier die Provinz Bulawayo an. Da wäre ganz gut, weil wir brauchen Nahrung. Wir haben Nahrungsprobleme. Wir haben ja überhaupt keinen Fisch, ne? Sind ja hier mitten im Land und wir haben auch, können auch keine Häfen bauen oder irgendwas. Obwohl Tag 3 angebrochen ist. In 2 Tagen ist schon die Eisenbahnzeit angebrochen. Beziehungsweise in 4 Stunden und 37 Minuten. Entschuldigung, in 4 Stunden, in 6 Stunden und 37 Minuten. Genau, ist dann hier die Eisenbahnzeit angebrochen. Ja. Ja, kenne mich hier auf jeden Fall. Was hat sich noch so ereignet auf der Welt? Ich meine, Zeitung gibt jetzt nicht so viel her. Wir sind auf Platz 8 bei den effizientesten Industrienationen. Okay. Mal. Eigentlich unwichtig, sagen wir es mal so. Auf Platz 1 der Punkte steht Wales mit Westungarn, beide zusammen 6 Punkte. Und was haben wir auf Platz? Ja, ich sehe. Ich mache es einfach nochmal auf. Nordbechuanaland auf Platz 26. So, ja. Das ist auf jeden Fall der Ausgangspunkt. Hier werden jetzt immer mehr People sind hier gejoint in der Gegend. Hier ist einer Level 7 bis Level 8. Jordan 2 Jordan oder Jordan to Jordan, was auch immer. Der zieht hier People ab von seiner Hauptstadt. Was ist das denn? Okay. Interessant, dass er hier von seiner Hauptstadt People abzieht, aber wahrscheinlich hat die KI eben alles dahin gezogen und wie ihr seht, ist hier auch frei, deswegen will er es gleich schützen. Ja, die KI macht ja gerne so Moves, dass er hier aus den Provinzen hier alles in die Hauptstadt zieht oder sehr viel in die Hauptstadt. Und da war der jetzt voll exposed. Der hat Glück gehabt, dass hier der Spieler hier nicht aufgepasst hat und ihm hier seine ganzen Provinzen gesnackt hat. Ja, was steht es aus an der Provinzrangliste? Guatemala. Aha, 25 Provinzen. Okay, hat er irgendwie Krieg am Start. 61 Kills, 33 Tore, das heißt, die hat er sich richtig verdient. Währenddessen war ja bei Ungarn gestern ein bisschen komisch, weil der. Ach so, wie ihr seht, ich habe hier der ganzen KI-Nation hier überall regelrecht, beziehungsweise gemeinsame Spionage gegeben. Das hat mir eine Ewigkeit gedauert, weil es so viele KI-Nationen sind, waren Hunderte, ja. Hier, da hat nur noch eine einzige Provinz. Okay. Koalitionsanführer mit einer einzigen Provinz, der hat alles verloren scheinbar. Gucken wir mal hier, Westungarn mit 23 Provinzen inzwischen am Start. Der ist noch weiter gewachsen. Hat eine phänomenale Death Rate von 32 zu 6. Ja, ich weiß nicht, ob das mit rechten Dingen zugeht. Kann er sein, dass er irgendwelche Einheiten gekauft hat oder sonst irgendwas. Ich habe versucht, in meinen Provinzen auf jeden Fall über der Werkstätte Zeit zu bauen. Und habe da einiges in Auftrag immer noch und habe nach wie vor, kann ich auch gleich mal zeigen hier, hier eine Menge Panzerwagen. Ich habe hier auf dem Markt sehr erfolgreich gehandelt. Habe immer noch 210.000 Geld übrig und habe jetzt nichts irgendwie, doch ein bisschen Kohle. Da könnte ich gleich mal ein bisschen knappen. Bisschen, dann habe ich ein bisschen Ressourcen übrig. Gucken wir mal unsere Ressourcen an. Dann seht ihr, wir haben 32.000 Holz, 7.600 Eisen, fast knapp 11.000 Fisch und 9.500 Getreide, wobei das aber runtergeht, weil wir Nahrungsdefizit haben. Öl bin ich einigermaßen dabei. Kann sogar ein bisschen mehr geben. Je mehr Öl, desto besser. Machen wir erstmal 154 pro Stunde, dann haben wir 100. Minus. Man muss halt hier öfters auch reinschauen, ne, in dem Spiel, weil das erstmal vierfache Geschwindigkeit ist und ja, und das ist natürlich
beachten, auch bei den Ressourcen. Nicht, dass man irgendwie mehrere Stunden nicht reinschaut, dann ist man überall auf Null und kriegt man Nahrung, also Ressourcenprobleme, kriegt man dann Nahrungsprobleme. Probleme. Ja, aber das schaut ganz gut aus. Die Provinzen steigen moraltechnisch auch in die richtige Richtung. Und was sich hier entwickelt, schauen wir mal. Er hat auf jeden Fall noch nicht reagiert. Ich war ein bisschen scary heute Morgen, weil ich gesehen habe, hier standen über 50 People und er hat noch mehr hinterhergeschickt. Ich vermute mal, entweder wollte er uns angreifen oder eben Livingstone. Da spielt er ja mit dem hier zusammen oder so. Mal schauen. Ich werde mir auf jeden Fall hier versuchen, die Nahrungsprobleme zu snacken und werde ein bisschen weiter vorstoßen danach. Wie lange braucht die Kopf hier? Ach, 1:41. Die ist natürlich nicht so schnell wie ein Panzerwagen, ne? Und ja, und er wird mich wahrscheinlich sowieso gegen angreifen. Er kann mich ja nur hier angreifen oder hier. Hier habe ich ja 20 People am Start und in 4 Stunden nächste People gespawnt. Ich glaube, nach der Festung werde ich hier auch Werkstätte bauen und ja, Werkstätte bauen, genau, Werkstatt 1 und 2 und dann die nächste Festung in Angriff nehmen, die ja in 32 Minuten sofort in Bau gesetzt werden kann. Das werde ich gleich mal in die Bauschleife setzen, damit ich es nicht vergesse. Werkstatt 1 und 2, okay, und einen Panzerwagen. Sicher ist sicher. Ja. Das war es jetzt eigentlich erstmal für die Folge. Also ist schon mal Action und ja, wird interessant. Demnächst die Karte. Mal schauen, wie lange wir durchhalten. Wir hatten ja hier da leider das Problem, dass wir wirklich voll mitten zwischen den KI-Nationen, Entschuldigung, zwischen den Spieler-Nationen gespawnt sind. Und ja, da ließ sich natürlich nicht vermeiden, dass wir schnell einen Krieg haben. Ich hätte mir gerne erstmal die eine KI hier gesnackt, die eine Provinz gehabt hat, aber. Ist leider Geschichte. Und da wären wir auch zu sehr exposed gewesen da. Aber jetzt versuchen wir uns hier einigermaßen zu verstärken, überall mit Festungen und so weiter. Das tut ja extrem weh und bis die Artis fertig sind, wird auch dann wird bis dahin würden sie uns eigentlich kaum angreifen, wenn ich einigermaßen geschickt spiele hier und immer wieder Truppen in die richtige Provinzen verschicke oder wenn mir nicht 3, 4 Spieler gleichzeitig angreifen, dann sollte es eigentlich einigermaßen haltbar sein. Ja, und was hier passiert, bin ich mal gespannt. Ich werde demnächst auch versuchen, noch ein bisschen mehr Kavallerie zu bauen. Hier ist noch ein Panzerwagen im Bau. Okay, das habe ich deswegen gemacht, weil hier ich noch keine Festung gehabt habe. Allerdings ist hier Kaserne 2 ja in Action. Das heißt, da gibt es ja, gibt's immer wieder Nachschub. Ist das eine KI oder ist es jetzt. Achso. Falls ihr das noch nicht kennt, wenn Spieler hier auf den Karten, also Spielernationen noch nicht besetzt sind, kann man hier sogar Freunde in die Runde einladen. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil der Tag ist ja nicht mehr der erste Tag und ich hatte tatsächlich niemanden, den ich schnell greifen konnte. Aber das hier ist eine KI. Okay, das wusste ich gar nicht, dass der hier eine wirkliche KI ist mit 8 Provinzen. Entschuldigung, der hat ja nur 6. Ach, jeden Blödsinn. Vielleicht habe ich das auch schon erwähnt, dass es eine KI ist. Sorry. Wenn dann, also im Endeffekt kann nur der mich hier angreifen. Der hier auch. Oder? Das ist ein Spieler. Genau, der Dummkopf. Dummkopf 11. Ja, okay. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache jetzt mal die Folge zu Ende. Dann kann ich später dann updaten, was noch passiert. Ich hoffe, ich penne nicht wieder ein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Folge. Ne? Ciao, ciao. Mach's gut.